Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video über Visa-Fans. Erstmal Link zu Visa-Fans mit der Seite ist unten in der Beschreibung, falls ihr das selber auch machen wollt. Nachdem wir jetzt das Wissens- und Fun-Fact-Quiz, das Trivia-Quiz und das Pokémon-Edition-Quiz gemacht haben, machen wir uns heute an die Detektivarbeit. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ich habe absolut gar keinen Plan. Von dem her erstmal, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst gerne ein Abo da. Wäre sehr cool, wenn ihr da ein Abo da lassen würdet. Und dann, ja, gehen wir, glaube ich, einfach rein. Würde mich bald überhaupt selber eine positive Werbung freuen. Also, wäre cool, ne? Wäre cool. Dementsprechend, auf in die Pokémon-Detektivarbeit. Mal gucken, was das überhaupt ist. In diesem Quiz spielt ihr Detektiv. Im folgenden Quiz seht ihr drei Pokémon, die ein viertes Teammitglied suchen. Doch nur ein Pokémon passt in die bereits vorgegebene Reihe aus drei Pokémon. Da unsere Teams stets zu einem bestimmten Thema gebildet werden und die Pokémon eines Teams mindestens einen Aspekt gemeinsam haben sollen. Welches Pokémon passt am besten in das Team? Was haben alle Pokémon gemeinsam? Ich bin gespannt. So. Das sieht doch schon mal einfach aus. Es gibt 20 Pokémon. Warte, wenn ich da so runtergehe. So sieht man es auf. Vorgegebene Pokémon, Alola Vulpix, Alola Slimer, Alola Sandan. Es wird ein Pokémon gesucht, das ist natürlich Alola Mauzi, weil alle sollen Alola sein. Pikachu, Porenta, Papinella. Pikachu, Porenta, Papinella, alle fangen mit P an. Das heißt, wir haben Kurelei, Plusel, Tauros oder Glimmunkel. Das müsste dann Plusel sein, weil alle mit P anfangen. Dann haben wir Tanhel, Inkognito, Magnetilo. Was hat das mit Fanpidragos oder Barmelin oder Zwirklop gemein? Also wir haben Stahlpsycho, Psycho, Stahlelektro, aber das hat damit nichts zu tun. Gen 3, 2, 1. Auch nicht? Alle haben nur ein Auge! Ah, yo, true, Zwirklop, Mann. Alle haben nur ein Auge. So, wir haben Nebulak, HopfsprossDigda. Despotar, Mantax, Lapras, Formeo. Was könnte da passen? Also, es ist halt immer die erste Stufe. Das heißt, alles passt nichts. Also, das da wird halt höchstens rausfallen. Nebula, Hopfsprossund Digda. Ich würde halt auch sagen, alle haben keine Gliedmaßen, aber das Ding hat halt Gliedmaßen. Was könnte da passen? Dass alle sehr rundlich sind und das ist Formel? Das ist jetzt schwierig. Halleluja. Warte mal, nehme ich überhaupt auf? Okay, ich nehme auf jeden Fall auf. Das ist schwierig. Nebula, Kopfspross und Digda. Was haben die gemein? Die haben alle auch einen Mund. Also Digda hat nicht, aber das passt nicht. Augen immer zwei. Was haben die? Aber auch zwei. Ich hätte es halt gesagt, die sind alle sehr rund. Deswegen hätte ich jetzt Formeo gesagt. Aber da bin ich mir gerade echt unsicher. Turtok, Stalos und Logok. Ariyama, Corazon, Kamerup und Kavalanzast. Boah, das ist ja echt schwierig, Halleluja. Was könnte da jetzt wiederum passen? Wasser, Turtok, Stalos, Logok. Corazon, Kamerupt, Kavalanzas. Ich hätte jetzt Corazon gesagt, weil alle auf der letzten Silbe ein O haben mit Turtok, Stalos, Logok, Corazon. Ey, auf das passt. Ich weiß es nicht. Das ist doch safe irgendwie ein Trick. Also natürlich würde ich jetzt Krypok sagen, weil Geist-Pokémon, aber da ist irgendwas bei. Alle haben eine Entwicklung und alle sind die Grundstufe, würde ich sogar eher sagen. Das ist halt schwierig, einfach weil Geister wäre zu obvious. Ich würde halt alle sagen, alle sind die Grundstufe. Die Base. Deswegen hätte ich jetzt sogar eher Glumanda gesagt.
sind die so tricky? Sind die so mies? Weil Krupuk ist, wie gesagt, einfach nur Geist, Geist, Geist ist ein bisschen zu einfach. Er hätte jetzt, glaube ich, einfach Glumanda gesagt. Komm, ich nehme Glumanda. Mobile, okay, das sind alles Baby-Pokémon. Das ist relativ einfach. Rihorn, Wablu, Vivillon. Was haben die gemeinsam? Rihorn, Wablu, Vivillon. Rihorn, Wablu, Vivillon. Aragua, Sandan, Butalanda und Knarxe. Bodengestein, normal Flug, Flugkäfer. Ich bin mir echt unsicher. Halleluja. Das Detektivquiz ist fucking schwer. Hätte ich nicht erwartet. Gott, was passt da rein? Rihorn, Pablo, Babylon, Raqua wegen der Silbermanzer bei 2233. Ich nehme es einfach mal, aber es wird nicht reinpassen. Evoli, Porygon und Quapuzzi. Das sind halt alles Gen 1 Pokémon, aber... Nee, aber ich glaube tatsächlich eher, dass es Duflo ist, weil sich alle mit einem Entwicklungs-Item entwickeln. So, du hast die Entwicklungssteine, du hast hier einen Entwicklungsstein und hier hast du die, das Upgrade. Und Duflo entwickelt sich halt auch unter anderem mit einem Evolutionsstein zu Blubella. Und es passt halt auch wegen Gen 1. Panzereron, das ist mies. Panzereron, Dummiesel und Miltank. Zu Wablu, Somnian, Kecleon und Klick. Das sind halt alles Gen 2 Pokémon. Aber wir haben hier kein Gen 2 Pokémon. Wir haben auch keine Flügel. Ich hätte Kecleon gesagt, weil alle Tarnsteine können. Ich sag Kecleon, weil ich glaube, alle können dann Tarnsteine. Nidorina, Mewtwo und Magby. Das ist eine wilde Kombi. Nidorina, Mewtwo, Magby. Zu Chanera, Zebritz, Latios und Wommel. Es ist Latios. Die können sich alle nicht fortpflanzen. Nidorina kann keine Kinder kriegen. Mewtwo nicht, weil es ein Legi ist. Nidorina, weil es Nidorina ist. Und Magby, weil es ein Baby-Pokémon ist. Lati kann auch keine Eier legen. Okay, jetzt haben wir Chanera, Magby und Porygon. Zu Evoli, Electek, Roselia oder Rabautz. Könnten alles verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten sein. Das Ding entwickelt sich ja mit einem ovalen Stein per Level Up, Tausch per Item und einen Stein hatten wir quasi schon. Das war Level Up mit dem Stein, glaube ich. Und das war einfach so ein Level Up. Ich hätte jetzt sonst Tausch mit Stromisierer. Wir haben schon Tausch mit dem Item, das fällt weg. Ein reiner Stein, würde ich jetzt sagen, fällt auch weg. Und dann haben wir noch Level Up, je nachdem welcher Wert, ob Angriff oder Verteidigung höher ist oder ob es gleich ist. Ich würde jetzt einfach mal Rabautz sagen. Die sind alle blau. Ist es so einfach. Wohin genau? Entoron, Aquana. Einfach, weil die blau sind? Was haben die sonst gemeint? Das ist ein Boxsack, das ist eine Ente und Aquana ist so ein Wasserding. Hm.
Das ist halt wirklich schwierig. Ich würde halt einfach mal das Ding nehmen. Ist okay. Monozyto, Watzapf und Bisofunk kommen natürlich alle aus Gen 5. Dementsprechend wäre Demeteros das Ding. Aber ist da noch irgendwas mit bei? Passt ein Raupi da mit rein? Ein Geradax, ein Huthut? Sonst hätte ich jetzt aber Lando gesagt wegen Gen 5. Aber das kommt zu einfach rüber. Ich glaube, ich kacke hier gerade richtig hart rein. Halleluja. Nee, ich nehme einfach Demeteros wegen Gen 5. Mir fällt sonst nichts ein. Knuddeluff, Plaudergei und Bidiza. Das ist Krakelo, denn das ist eine Anspielung an Mystery Dungeon 2. Ach, schön, dass ich das wenigstens immer leider habe. Perlu, Schnäppke, Rabaut. Das sind Pokémon, die sich in zwei verschiedene Pokémon entwickeln können. Das kann auch Kirlia. Rotomov, Stalobor und Ordoch. Sind das einfach Pokémon, die in diesen Hollows auftreten können? Kann das nicht auch Praktibalk? Ich nehme Praktibalk. Tangela, Psyana, Ursaring. Tangela, Psyana und Ursaring. Pikachu, Sonnenkern, Lapras, Bronze. Haben die irgendwas gemeinsam? Tangela hat nichts mit Gen 2 zu tun. Tangela hat zwei Beine. Nee, das passt auch nicht. Die Augen passen auch nicht wirklich. Wir haben Pflanze, Psycho, Normal. Wenn wir jetzt drum gehen, dass das alles Monotypen sind, wären noch Pikachu und Sonnenkern über. Und dann würde ich Pikachu nehmen, weil wir Sonnenkern schon mit Pflanze mit Tangela haben. Shiggy, Floink und Bautz. Gengarbo ist zu offensichtlich, oder? Ist Gengarbo zu offensichtlich? Eine Schildkröte, ein Schwein und eine Eule. Klar, sind alle Starter, aber irgendwie kommt mir das zu einfach vor. Aber selbst wenn ich sage, alle haben einen Schwanz, weil Bautz hat ja auch so einen kleinen, dass das eher noch auch zu Gengarbo passt. Haben die sonst irgendwas noch gemeinsam? Ich hätte jetzt halt einfach Gengarbo genommen. Dann haben wir noch Relaxo, Evoli und Fuego. Relaxo, Evoli, Fuego. Alola, Raichu, Ho-Oh, Gyarados und Alola, Kokowai. Das ist das letzte. Was könnte da passen? Es hat keine Entwicklung. Nee, auf zwei Beinen. Slick, nee. Sind eventuell alle irgendwie in Smash vertreten oder so, aber ich glaube auch nicht. Normal, Feuer, Unlicht, eine Katze, ein Bär und ein Tanuki. Ich weiß echt nicht, was da passen könnte. Halleluja, ich glaube, ich werde reinschalten. Ich bin zufrieden, wenn ich 10 von 20 richtig habe, ne? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich habe absolut keinen Plan. Ich nehme jetzt einfach Gyarados. Zur Auswertung geht's hier. 14 von 20 richtig? Und ich kann sogar nachgucken, was? Okay, das interessiert mich jetzt so. Sind Alola-Pokémon? Das war klar. Zweites, beginnen mit dem Buchstabe P, klar. Zwirklub, haben ein Auge, richtig. Wiegen alle maximalen Kilo. Ich habe mit Formeo einfach Glück gehabt.
Ich habe mit Formeo einfach Glück gehabt. 5 war richtig besitzende Mega-Entwicklung. Oh, ich habe ganz falsch gedacht. Und habe es trotzdem richtig gesagt. Halt, warte mal. Warte mal, ach so, warte mal, das wird hier einfach grün angezeigt. Nummer, Teamfrage, Antwort, Erklärung. Zwirklop habe ich noch gesagt wegen dem einen Auge. Dann habe ich Formeo genommen, einfach wegen Balrund. Und hier habe ich Corazon genommen, aber das Kamerup war mega. Boah, ich bin so dumm. Krüppuk haben alle Geistübungen. Es war wirklich so einfach. Es war wirklich so einfach. Ach Gott. Fluffeluff, weil es Baby-Pokémon sind. Die Dex-Nummer ist eine Schnapszahl. Ach, das ist 111-333-666 und Knarks ist dann wahrscheinlich 444. Okay, das ist tricky. Duflo werden mit Items entwickelt, das hatte ich richtig. Kecleon können nicht entwickelt werden. Ich glaube, ich habe es wegen Tarnsteine genommen, aber ich habe es trotzdem richtig gehabt. Keine Eigruppe, das hatte ich richtig. Electek, Pokémon-Entwicklungsreihen mit 3 Stufen, bei denen jede Stufe mit einer anderen Generation veröffentlicht wurde. Boah, das ist fies. Boah, das ist fies, Alter. Haben alle blaue Farbe. Es war wirklich, es ist manchmal so einfach, ne? Wann haben wir, sind Pokémon von Gen 5? Takedo, mittlerer Knurluftgilde, genau, das hatten wir. Kirlia, gespaltene Entwicklungsdings. Praktibalk, Pokédex Nummer folgende. Oh, wieder falsch gedacht und richtig geantwortet. Halleluja. Bronze, sind schillernd alle grün. Oh, yo, true. Okay, das ist fies, aber das ist gut. Sind Starter-Pokémon? Okay, ja, gut, war klar. Und Aluracho haben eine besondere Z-Attacke. True, die haben alle eine Z-Attacke. Ah, okay. Aber ganz ehrlich, 14 von 20, ich bin echt zufrieden. Also, ich beschwere mich gar nicht. 14 von 20 ist mehr, als ich erwartet habe. Aber das war echt fies, aber das war echt ein cooles Quiz. Deswegen, wie gesagt, ich verlinke euch die Seite unten in der Beschreibung einmal. Könnt ihr gerne drauf gucken und dann die Quizzes alle selber mal machen. Wir haben jetzt das gemacht. Ich glaube, jetzt werde ich tatsächlich erstmal die Aufnahmesession hierfür beenden für die Quizzes. Aber die unteren Sachen, wie zum Beispiel Fragebögen und Charakter-Tests, die werden wahrscheinlich in anderen Videos auch mal nochmal machen. Dementsprechend, lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, wenn ihr das alles sehen wollt, lasst gerne eine positive Bewertung da. Würde mich also sehr freuen. Und falls ihr das auch gemacht habt, bevor ich das gemacht habe, wie viel habt ihr richtig? Ja, müde, Halleluja. Von dem her, hoffe ich, sieht man sich beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.